ist sicher, dass er tatsächlich von mir geträumt hat? Okay, dann greifen wir das auf. Vielleicht bringt uns das was Interessantes. Will einer von Ihnen den Inhalt seines Traumes mit uns teilen? Ja, Sie? Also, ich bin in so einem Wald, laufe ziellos herum und esse seltsame Pilze. Und aus irgendeinem Grund trage ich ein Smoking. Und da sind noch mehr Leute, ebenfalls schick gemacht. Aber die haben alle Angst. Stehen starr vor Angst da. Und dann merke ich, dass der Grund dafür ein großer Mann ist, der auf mich zuläuft. Reden Sie mit mir? Ja. Paul, der tötet uns. Paul! Die habe ich noch nie gesehen. Wunderschön. Nein! Ja, und mehr weiß ich nicht mehr. Krass. Interessant. Also, ich begutachte also einfach bloß die Pilze, anstatt zu helfen. Ich glaube schon, ja. Okay, hören wir uns noch einen an. Wer möchte? Beobachte wieder nur alles. Aber das ist witzig. Der ist interessant. Sonst noch einer? Und so endet es auch? Ja, das ist alles, woran ich mich erinnere. Hat jemand auch einen etwas originelleren Traum? Vielleicht einen, in dem ich tatsächlich, naja, irgendwas tue? Niemand? Okay, hören wir sie uns trotzdem an. Wer ist der Nächste? Wir freuen uns unheimlich, Sie hier zu haben. Ja, wir sind extrem froh darüber. Das ist sicher alles überwältigend, oder? In so einem Raum zu sein, zu denken, wer sind diese Menschen, was mache ich hier? Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück und reden darüber, was wir machen. Ja, wir haben Thirds Anfang des Jahres gegründet, sind also noch eine recht junge Agentur. Unser Fokus liegt vor allem im Internet. Wir versuchen quasi ganzheitlich Marken mit, sagen wir mal so, unkonventionellen Promis zu verknüpfen, falls das Sinn ergibt. Und ich sehe Sie, genau jetzt, in diesem Moment, Paul, als die wohl interessanteste Person der Welt. Ich meine das, ich meine es so. Und das hauen wir nicht einfach so raus. Nein, das hauen wir echt nicht einfach so raus. Also der Vorteil, den Sie haben, Paul, ist, dass sich Ihr Einfluss nicht nur auf eine soziale Ebene begrenzt. Und Sie sind nicht bloß bekannt bei Menschen auf TikTok oder bei Menschen, die, sagen wir, den New Yorker lesen. Sie sind in den Köpfen der Menschen, während sie schlafen. Das bedeutet, dass jeder, der träumt, naja, womöglich Ihr Publikum ist. Wie fantastisch. Wer hat sowas schon? Da ist das Publikum groß genug? Also, ja. Wir haben viele coole Ideen gebrainstormt, über die wir mit Ihnen reden wollen. Aber bevor wir näher darauf eingehen, sind wir erstmal neugierig, was Sie sich vorstellen. Also, wohin wollen Sie? Was sind Ihre Ziele? Was sind Ihre Träume? Was sind Ihre Träume? Na ja, ich möchte gerne ein Buch rausbringen. Und das schon seit einigen Jahren, nur hatte ich noch nie die Zeit dafür. Okay, Sie sind Schriftsteller? Das ist grandios. Ach. Wissen Sie, wir haben überlegt, Ihre Lebensgeschichte an ein Filmstudio zu verkaufen. Denn bei dem ganzen Hype zur Zeit, denke ich, wir könnten einen sechsstelligen Deal rausschlagen. Und das allein für die Rechte. Also, wirklich? Ja. Lebensgeschichte? Ja. Wir verkaufen die Rechte. Wie auch immer. Also erstmal was Cooles, dass wir für einen hervorragenden Start halten. Sprite? Willkommen in Madrid. Hi, ich habe einen Tisch reserviert auf Paul. Was? Tut mir leid, aber kenne ich Sie nicht? Keine Ahnung, tun Sie's? Ja. Vom Auslauf vielleicht? Ich bin der Professor. Nein, da war ich nicht. Waren Sie in letzter Zeit bei uns? Nein, okay, ja. Entschuldigung, ich habe gerade ein heftiges Déjà-vu. Oder? Brian, richtig? Paul. Dad.
Oh mein Gott, löscht das wieder. Nein, ist okay. Ich schick das nur an Kyle. Wer ist Kyle? Tammys Freund. Der glaubt irgendwie nicht, dass du mein Dad bist. Oh. Und ihr zwei flirtet? Nein, er hat nur nach dir gefragt. Da bin ich endlich cool, hä? Naja, so weit würde ich nicht gehen. Hast du das gehört, Janet? Sie sagt, ich bin jetzt ein cooler Dad. Das habe ich gar nicht gesagt. Fährst du mich heute zur Schule? Was willst du wirklich? Mhm. Das könnte ich schaffen. Janet, haut das hin? Ja, fahr sie. Wieso sieht das Zebra so aus, wie es aussieht? Hey, psch, Konzentration. Ist es immer noch so? Nein, jetzt ist es anders. Ich habe oft an dich gedacht. Ja? Weil ich immer wieder von dir träume. Du machst nichts, bist einfach nur da. Also, diese bestimmte Person. Ein bemerkenswerter Niemand. Ich hatte auch so ein Erlebnis. Habt ihr ein Foto? Hast du zufällig von mir geträumt? Ob ich zufällig von dir geträumt habe? Ja. Hier sind ungefähr 100 Nachrichten. Jemand will mich interviewen. Das ist doch seltsam, Paul. Vielleicht denkst du erstmal etwas nach, bevor du was Drastisches tust. Warum ich? Ich weiß es nicht. Ich bin was Besonderes, schätze ich. Wie ist das so, viral zu gehen? Wer von euch hat von mir geträumt? Sie machen mir Angst, Paul. Ich bekomme noch Albträume. Ich würde mir wünschen, ich wäre der, von dem alle träumen. Ich mir auch. Ja, nein, das hat schon was. Und wie ist er bei der Sache so drauf? Wir sind nicht so der Typ Mensch, der gern für Aufsehen sorgt, weißt du? Denkst du, die anderen Menschen sehen dich auch nackt? Vielleicht Tausende. Ich hoffe, ich benehme mich in ihren Träumen. Oh nein, tun sie nicht. Dann bin ich endlich cool, hä? Das habe ich nicht gesagt. Hast du gehört, Janet? Sie sagt, ich bin ein cooler Dad. Oh, ja. Ich hab das Gefühl, du spielst mit dem Feuer. Sag bitte, hilf mir! Ich mach doch rein gar nichts mit dem. Wissen Sie, Ruhm hat hin und wieder weniger wünschenswerte Nebeneffekte. Darauf müssen Sie sich vorbereiten. Vielleicht sollten wir die Sache abkühlen lassen. Was? Was meinst du? Es ist peinlich. Was genau meinst du? Ich schätze, dann sehe ich dich wohl in meinen Träumen. Ja, natürlich nicht. Danke.